Von außen ein ganz normaler Wasserspeicher, aber on top revolutionäre Technik. Das ist unsere Thermobatterie LOT, latent on top. Wir sind HM-Heizkörper. Wir stehen für Produkte made in Germany. Wir liefern Wärme mit Zukunft. Was wäre, wenn man Wärme aus der Sonne wie in einem Akku speichern könnte? Heißes Wasser aus der Solarthermieanlage, auch wenn die Sonne nicht jeden Tag scheint. Unsere Thermobatterie liefert genau das. Wärme auch mal ohne Einsatz von Strom oder Gas. Das Geheimnis verbirgt sich im Inneren. Um den Edelstahl-Wasserspeicher mit 150 Litern Fassungsvermögen haben wir einen 2 cm dicken Mantel gelegt. Darin 38 Kilogramm Natriumacetat-Trihydrat, ein sogenanntes PCM. Unser Natriumacetat-Trihydrat ist nicht gefährlich, es ist ein ungiftiger Stoff, es ist biologisch abbaubar und es ist auch schwer entflammbar, sodass hier keine Sicherheitsbedenken anfallen. Das kennt man aus diesen Wärmehandkissen. Knickt man das Blättchen, kristallisiert das PCM und das Kissen wird warm. Die Thermobatterie funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Das Salz wird vom warmen Wasser aus der Solarthermieanlage erwärmt. Eine Alternative dazu ist ein Heizstab, der von der Photovoltaikanlage gespeist wird. Ab 56 Grad wird es flüssig und speichert dabei die Wärme. Bei ungefähr 85 Grad ist dann das gesamte Salz geschmolzen. Jetzt kühlt der Speicher wieder auf die Umgebungstemperatur ab, zum Beispiel weil keine Sonne mehr scheint. Das Salz wird aber bei 56 Grad Celsius nicht wieder fest, sondern es bleibt flüssig und kühlt weiter ab. Das nennt man eine unterkühlte Schmelze. Der Clou? Die eingebrachte Energie bleibt latent gespeichert, solange der Nutzer das will. Auf Knopfdruck kann man die Kristallisation auslösen und dann gibt das Salz die gespeicherten 56 Grad ab. Innerhalb von 90 Sekunden ist es auskristallisiert und erwärmt in den nächsten Minuten die 150 Liter Wasser im Speicher um mindestens 10 Grad. Jetzt muss der gesamte Zyklus wieder von vorn starten. Die Solaranlage liefert heißes Wasser und das Salz wird wieder flüssig. Unser Natriumacetat-Trihydrat kann man eigentlich unendlich oft benutzen. Es ist ein Prozess, der bei dem Phasenwechsel stattfindet, ähnlich Wasser zu Eis, was sich auch unendlich oft wiederholen lässt. Schafft es die Sonne einmal nicht, das Wasser auf 85 Grad zu erhitzen, bleibt das Salz fest und es erfolgt keine latente Speicherung. Dann kann aber die Gas- oder Ölheizung einspringen. An der Thermobatterie wird die Reaktion elektronisch ausgelöst. Und zwar ab dem Moment, wenn die Temperatur unterschritten wird, ab der das Wasser dem Anwender zu kalt ist. Außerdem kann man einstellen, wann man zum Beispiel morgens duschen möchte und das heiße Wasser braucht. Die Thermobatterie LOT. Technik mit Tradition. Direkt vom Hersteller. Von einem Global Player in Sachen Wärme.